Ich kann ihm aber auch 10 Geistliche senden. Da ich jetzt eh meine gesamte Industrie auf Gold gelegt habe und es dauern würde, das Bier zu brauen, würde ich sagen, gehen wir lieber auf die Geistlichen. So, ich will aber auf jeden Fall meinen Sektor verteidigt wissen. Ja. Lass dem Alchemisten Hilfe zukommen. Eine Quest abschließen. Beim Laboratorium handelt es sich um ein eigenes Gebiet, das Quests anbietet. Jede Quest hat bestimmte Erfordernisse, zeitigt unterschiedliche Ergebnisse und hängt von einem speziellen Zweig ab. Ihr könnt wählen, welche Quest ihr erfüllen möchtet. Hier erfordert eine Quest Unterstützung aus dem Handelszweig, eine andere verlangt Novizen aus der Kirche. Ja, es gibt auch militärische. Oh, und wir haben Brot zu viel. Ja. Das heißt, wir brauchen mehr Münzen. Schicken wir also mal wieder unsere Händler mit Klamotten los. Ja, und auch hier unten jetzt fleißig Münzen gemacht werden. Und ja, ich kann hier, glaube ich, mal... Ja, ich sollte hier definitiv den Tausch einstellen, weil sonst geht uns das Holz aus. Zumal uns komischerweise immer noch der Förster fehlt. Ich hätte schwören können, dass wir den vor 3 Missionen oder so schnell kriegen sollen. Na gut, es fehlen uns wirklich ein paar Gebäude. Also ja, hier fehlt uns die Pferde- und die Schweinezucht auf jeden Fall. Hier fehlt uns die Kühlerei, hier die Försterei. Hier Papiermühle und Radmacherei. Buchbinder, Gold- und Waffenschmiede hier. Also eigentlich für jeden Zweig die Spezialisierungsgebäude. Und jetzt haben wir genug Münzen. Das heißt, wir können ihn ausbezahlen. Ja. Der Alchemist kann die Gefahr durch Dagmorans Präsenz einfach nicht mehr ertragen. Entsendet nun Wiesen, um sein Laboratorium zu übernehmen und die Forschung fortzusetzen, während er ins Exil geht. Der Alchemist ist angesichts der Bedrohung durch Dagmorian und seine Schergen Angst und Bange. Schickt eine Fuhre Münzen zum Laboratorium, damit er seine Leibwache weiter bezahlen kann. Genau, und das werden wir auch tun. Das heißt, jetzt wird aus ganz unserem ganzen Hoheitsgebiet Gold kommen. Und in die... Händlergilde gebracht werden, damit wir genug Gold, also die 40 Gold da zusammen haben, um den Händler loszuschicken. Und ja, ich glaube, wenn wir gleich die Befestigung ausbauen, sparen wir uns auch die Reparatur. Hoffe ich jedenfalls mal. Wir es ja ehrlich gesagt jetzt nicht mehr brauchen zurzeit. Ja, das Bergwerk produziert wirklich gut Stein. So, ist das Gold schon zusammen? Nein, fast. So, jetzt macht sich ein Händler auf den Weg mit dem Gold zum Laboratorium. Wir könnten es noch abbrechen, aber bringen wir die Mission zu Ende. Es ist jetzt nicht so wichtig, dass wir den Sektor befestigen.
Ja. Kehrt um, solange ihr noch könnt, Prinzessin. Ihr habt die Quest erfüllt. Eure Hilfe kommt gerade recht, Prinzessin. Ich werde euch nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Hoffentlich doch. Hervorragend. Ihr habt dem Alchemisten ausreichend Münzen geliefert. Damit kann er seine Söldner bezahlen. Das wird ihn in jedem Fall vor Drakorians Angriffen bewahren. Ich gratuliere, Prinzessin! Drakorians Bemühungen waren umsonst. Welch hervorragende Zeitverschwendung seinerseits. Seine Rüstung bekommt die ersten Kratzer. Sicher haben wir ihn verärgert. Und nun wird er bestimmt Vergeltung suchen. Wir sollten all das vergelten, was er unserem König angetan hat. Drakorian wird bluten für seinen Verrat. Ihr sprecht, als ginge der Groll gegen euch. Ein Verbrechen gegen meinen König ist ein Verbrechen gegen mich. Oh, asynchron. Fantastisch. Ihr geht als Sieger aus dieser Partie hervor. Wieder 100 Goldmünzen. Wir können gleich noch in die nächste Mission gucken. Weil ab jetzt wird's spannend. Ein Imperium entsteht. Wolffeld. Die haben aber nicht alle Feldnamen, oder? Nein. Morach Wolffeld. Wolffeld. Drakoria muss besiegt werden, um seiner Starkgabe standhalten zu können. Werdet ihr in Wolfenstein einen mächtigen Militärzweig gründen müssen. Der Werwolf im verwunschenen Wald könnte ein nützlicher Verbündeter sein. Ja, starten wir. Zoes Triumph über Drakorian schien unbedeutend zu sein, da sie ihn jetzt auf seinem Terrain besiegen musste. Ja, und man sieht, das ist das erste Match mit Siegpunkten. Wieder wir gegen Drakorian. Aber dass das jetzt der Abschluss des Tutorials ist, ist das noch ein relativ einfacher Kampf. Zum Glück. Drakorians Land. Ein Land voller Mythen. Wo Legenden geboren werden. Zoe trifft in Wolffelden ein. Oh ja, nochmal zum hinkenden Eber, hä? Wir haben einen entscheidenden Punkt erreicht, Prinzessin. Ein Sieg über Drakorian wäre ein mächtiger Schlag gegen diesen Lord Wolverine. Dann hoffe ich, dass ich nicht versagen werde. Geht bitte mit Bedacht vor. Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir einen kühlen Kopf bewahren. Was, wenn wir scheitern? Befreit euch von Angst. Ich habe einen Plan. Wir müssen diesen nur befolgen. Prinzessin, man sagt, Drakorian sei ein mächtiger Krieger mit einer großen und gefährlichen Armee. Wollt ihr ihn besiegen, müsst ihr eure Truppen geschickt einsetzen. Hier sind mehr als nur Pikeniere oder Musketiere gefragt. Für diesen Kampf benötigen wir Kavallerie. Ja, Kavallerie ist die stärkste Nahkampfeinheit. Aber halt auch teuer in der Produktion. Drakorians Heimatstadt. Ich warne euch, Prinzessin. Diesmal werde ich nicht so schnell aufgeben. Aha.
Lasst euch nicht einschüchtern, Milady. Drakorian wird bald der Realität ins Auge blicken. Konzentriert euch nur auf eure Eroberung. Nutzt alles, was ich euch in den vorherigen Missionen gelehrt habe, und findet euren eigenen Weg, diesen hinterhältigen Drakorian aus Tandrien zu vertreiben. Ja, Kaserne. In der Kaserne könnt ihr eine neue Art von Soldaten ausbilden. Also ja, jetzt fängt's richtig an. Gut, fangen wir unten an. Ab jetzt ersetzt die Siegpunkteanzeige die Questanzeige. Wählt eure eigenen Ziele und Mittel, um die Karte zu gewinnen. Belohnungen. Belohnungen könnt ihr aus verschiedenen Gründen erhalten. Durch die Übernahme eines neutralen Außenpostens, die Erforschung besonderer Technologien oder durch eine höhere Bevölkerungszahl könnt ihr euch Belohnungen zuteil werden lassen. Nutzt diese Weise. Reiter. Reiter sind starke und schnelle Nahkämpfer. Ein mächtiger Reitertrupp kann die meisten Armeen schlagen. Kaserne. In der Kaserne könnt ihr neue Arten von Soldaten ausbilden. Ihr müsst sie wie die Kirche und die Händlergitte im Prestigebaum freischalten. Generäle. Gegen einen Aufpreis könnt ihr erfahrene Generäle in der Taverne anheuern. Die Ausbaustufe eurer Kaserne oder Händlergilde liegt der Anzahl der Generäle fest, die unter euch dienen können. Radmacherei. Stellt Räder aus Holz und Eisen her. Räder werden zur Ausbildung von Kanonieren in der Kaserne. Gut. Wir haben schon mal die erste Belohnung gekriegt. Bevölkerungsbelohnung. Ich würde mal sagen, für den Anfang nehmen wir das Werkzeug. Gut. Das ist schon mal fertig. Hier einen Jäger, mindestens einen Jäger anschließen. Ja, wir haben sehr viel freies Land. Uns fehlt es aber an Holzfläche. Deswegen werden wir schnell den Nachbarsektor einnehmen müssen. Da wir starke Kavallerie haben, ihr seht, 4,6 Nahkampfangriff, sollten wir mit den Truppen da kurz einen Prozess machen können. So. 3 Siegpunkte erobern. Erobert den Sektor mit Hilfe eurer Armee. Erobert den ersten Außenposten mit Reitern. Soldaten in der Kaserne, Kanoniere, Reiter und Soldatenträger, zusätzliche Generäle anwerben, Belohnung gewinnen. Gucken wir mal. Kaserne. Die Kaserne kann zweifach ausgebaut werden, nach jedem Ausbau mit und schnelle Soldaten ausgebildet werden. Jede Einheit, die in der Kaserne ausgebildet wird, benötigt Waffen, die in der Waffenschmiede hergestellt werden. Ihr könnt nur eine Waffenschmiede errichten. Die Waffenschmiede stellt Waffen aus Eisen und Holz her. Reiter und sie pikinieren aufgrund ihrer Schnelligkeit und Stärke überlegen. Zur Ausbildung von Reitern sind Pferde erforderlich. Die könnt ihr euch mit Hilfe einer Pferdeschutzzucht verschaffen. Kanoniere sind bestens geeignet, Steine in Befestigung zu überwinden. Bedenkt, dass Kanoniere nicht im Nahkampf eingesetzt werden können. Zur Ausbildung von Kanonieren benötigt ihr Räder. Ihr verfügt nur über das Wissen zum Bau von Radmachereien. Der Standartenträger dient zur Unterstützung der Truppe und erhöht die Angriffsstärke aller Einheiten. Jeder Armee könnt ihr einen Standartenträger zuweisen. Zusätzliche Generäle anwerben. Also ja, wir verlieren schon mal Reiter. Machen aber die gegnerische Armee darum wieder. Sobald die Kaserne oder Hintergitter aufgewertet wurde, könnt ihr bis zu 3 erfahrene Generäle der Taverne anheuern. Jeder General verfügt über unterschiedliche Fähigkeiten, die im Hinweistext angezeigt werden. Wählt den zu eurer Strategie passenden General aus. Wähle einen General und dann die versetzten Optionen, um Soldaten von diesem General zu einem anderen zu senden. Belohnung gewinnen. In der unteren Werkzeugleiste seht ihr das Belohnungssymbol, mit dessen Hilfe ihr Belohnungen in Form von Gütern wählen könnt. Aber jetzt erhaltet ihr eine Belohnung für jedes neutrale Gebiet, das ihr einnimmt. Sie sind sehr hilfreich, um schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Darüber hinaus gibt es Belohnungen für steigende Bevölkerungszahlen, Entdeckungen auf der Handelskarte und eine Belohnung, die zurückliegende Spielern zugutekommt. Thank you.
Also ja, den Sektor da unten könnten wir auch gut gebrauchen. Für Holz. Oder auch die Anbindung zum Hafen.